Da ist dein Sohn. Ja, Philipp? Das ist Hallo, Philipp. Hallo. Ja, ich lebe mir. Ja. Gut. Oh, warte. Okay. Jetzt hat er komplett mich vorbereitet. Oh, also, okay. Sieht wahrscheinlich bescheuert so mit, aber ja, ja, das hat mir so, er hat mir so geholfen, weil ich wusste nicht, warum es nicht klappt auf dem Handy. Aber jetzt hat er mir sein iPad ausgeborgt. Ah, oh, okay. Ja, ja, das ist schön. Das ist jetzt ein schönes Bild auch. Sascha, ich habe gelesen von diesem Konzert, die du, ich habe auf Facebook gesehen von diesem Konzert. Ist das mit Patrick Lang? Nein, das ist kein Konzert, das ist eine richtige Vorstellung. Das ist so, ja, das ist absolute reguläre Vorstellung. Ja. Was wäre ganz normal mit Orchester, also mit Kostüm, Maske, Bühnenbild, absolut so. Ja. Und zwar, es wird Ring der Nibelungen von Wagner. Und zum ersten Mal in die Geschichte mit Klavierfassung. Das ist praktisch alles ganz normal, nur anstatt Orchester, es wird dann Klavier gespielt. Ja? Ich spiele nicht ganze, weil es ist 16 Stunden Musik. Sure. 16 Stunden. Da spiele ich nicht, das wäre nicht machbar. Aber ich spiele zwei Abende, weil diese ganze Ring besteht aus vier Oper. Ja, jeden Tag, jeden Abend, es gibt Vorabend, erster Teil, nächsten Tag, nächste Oper, nächsten Tag, so vier. Und ich spiele Rheingold, das ist die erste, und Siegfried. Und mein Kollege spielt die restliche zwei. Wow. Das ist wirklich unglaublich, weil, wie gesagt, diese Maßstäbe, das hat ehrlich gesagt bis heute keine gemacht, allein aus Konzentrationsgründen, aus physischen Gründen. Ich meine, zum Beispiel Rheingold, das ist der kleinste von dem ganzen Wagner-Zyklus, aber es dauert 2 Stunden, 30 Minuten ohne Sekunde Pause, ohne jegliche Minütchen. Ja. Wie machst das du heißt, das? Das weiß ich. Ich erzähle es dir Ende Juli. Aber es ist wirklich so ein bisschen wie Marathon. Ich überlege die ganze Zeit, ehrlich, ich überlege, eine Wasserflasche zu kaufen, aber nur so eine, die dann so ein Stück hat, wo ich dann schnell vielleicht so kippen kann. Ja. Und überlege, vielleicht gibt es so 4 Takte, wo ich weiß, was trinke. Es ist verrückt. Weil normalerweise spielt das Orchester und Orchester sind 60 oder 70 Musiker oder mehr. Und in diesem Fall dann sind wir nur im Orchester graben, so 2, Dirigent und ich. Oder dann später mein Kollege für restliche. Und wie lange musst du dann Probe dafür? Oder weil musst du dann auch in dieser Zeit so Proben machen? Ja, der Lustige daran oder Verrückte daran, es ist in meinem Repertoire. Das Stück habe ich natürlich gespielt. Also ich habe die schon in Bayreuth gespielt, also in Theater an der Wien, eine Fassung in Hannover. Ich kannte das Stück. Ja? Und da kam die Anfrage, ob ich nicht Interesse hätte, ob ich das machen könnte. Und im Grunde genommen, wir haben nur eine Generalprobe gehabt. Eine. Und das war es. Und jetzt wird die Vorstellung kommen. Ja, aber wir machen so bestimmt so musikalische Paar, was die Verständigungen ist. Aber es ist schon unglaublich, weil es ist natürlich auch für Dirigenten, weißt du, der spielt normalerweise, er dirigiert immer auf einem Orchester und jetzt steht nur eine Pianistin oder ein Pianist, das ist ganz, ganz anderes. Ja, weil du hast geschrieben, es ist ein Experiment und ich hab gedacht, was ist das denn? Ja. Ja, im Grunde genommen, wie gesagt, es ist nichts Experiment von Kräften, von persönlichen Grenzen, aber Stück ist original. Es ist jetzt nichts Geschnittenes, es ist originale Werk vom ersten Ton bis zum letzten. Das heißt, Publikum, die reinkommt, die sehen das so wie eine laufende Vorstellung. Also mit Obst ganz normal. Es ist natürlich ein Experiment für Konzentrationsmöglichkeiten, die Leistungsmöglichkeiten, für die persönlichen Grenzen. Weißt du, das ist. ich bin ganz gespannt. Aber das ist so etwas Schönes zu machen, wenn man aus so einer Zeit kommt von all diese Lockdowns, dann muss man ein bisschen so etwas machen, so challenging. Eigentlich ja. Ich sehe das
ich sehe das. Weißt du, letztes Jahr, als ganz tiefer Lockdown war, ganz am Anfang, weißt du, ich habe, das ist übrigens alles in Wiesbaden, ja, Stadttheater Wiesbaden. Und dann, ich hatte letztes Jahr schon auch solche Angebote, Angebote, Vorstellungen, nur mit Klavier zu spielen, aber es war so Ausschnitte, das war so konzertant. Es war schon auch so, zum Beispiel aus Rosenkavalier, Ausschnitte oder Tristan und Isolde, das war schon. Aber hier ist es noch was Besonderes, weil es das klassische Vorstellung ist. Das heißt, ganz, es ist keine Konzertante, es ist ganz normal, ja. Und das bin ich gespannt. Ja, aber ich bin sehr dankbar. Du, das ist, ja. Hat man keine Arbeit und plötzlich dünn. Dann muss das. Es ist ein Kontrastprogramm. Ja, ja. Und hast du in dieser Zeit, hast du in Lockdown, hast du etwas gemacht noch? Weil beim Staatsoper, da war da noch viel Probe und so. Hast ich habe eine Produktion, also tausende Absagen natürlich. Ne? Ja, ja. Es war gerade, es wäre dieses Jahr, ich hätte wahnsinnig viel Liederabend gespielt. Ja? Mit Günter Wolfsburg hätten wir sehr, also mehrere Konzerte, die alle abgesagt sind. Mit Michael Volle hätte ich einen Liederabend, der Ende Mai sein sollte, also Mitte Mai, ist auch abgesagt leider, ja, das ist so. Aber ich habe eine Produktion gemacht in dieser Zeit, die nur für Online-Stream gemacht wurde, Feurige Engel von Prokofiev, an der Theater an der Wien. Genau, das ist für völlig nur praktisch auf die Kamera gespielt. Also das, was auch... Kein Publikum, ja. Nein, kein Publikum, was ist so dieser Kompromiss für mehrere Produktionen war, dass man nur Online-Streaming gemacht hat, ja. Und wie war das für dich, diese Online-Streaming, wo da kein Publikum war? Hast du das vermisst? Das ist irgendwie, wir mögen das nicht. Also ich glaube, ich habe mit allen Kollegen gesprochen. Keiner hat gesagt, wow, toll. Also keiner hat gesagt, ich würde jetzt nur online spielen. Also das ist schon so ein Kompromiss, ja, weil natürlich man möchte, wenn man arbeitet, so irgendwo ein Endergebnis haben. Aber ich glaube, weißt du, ich habe viel darüber nachgedacht, was ist das? Und jetzt kommt so eine, weil Live-Karte fürs Konzert kostet immer mehr als eine CD. Oder? Das ist, wenn du zum Vorstand Karte ist teurer, als wenn du eine Platte kaufst, ja? Und dann dachte ich, warum eigentlich? Ja, weil bei der CD oder bei online, es könnte sein, dass es sogar perfekter ist, ja? Perfekter und du kannst sogar richtig, bei der Vorstellung manchmal passiert was und so. Aber dieser Energieaustausch, weißt du, das ist das, was unbezahlt, das ist das, so teuer ist, so wichtig ist. Das ist, was alle haben wollen. Dieser Kick und das ist dieser Zauber. Ja. Und das kannst du mit Kamera, nein, das ist leider. Das ist das, aber weil wir kriegen das. Nein, sag mal. Ja, weil wir kriegen, also du kriegst diese Energie, selbst wenn der Saal schweigt, also ohne Husten, du spürst das. Ja. Das ist wie Energie und das kommt zurück und du gibst dir das ist wie ein Kreis und natürlich mit Kamera oder online, das ist unterbrochen. Das ist immer nur eine Seite, ja. Und jemand hat mir eigentlich gesagt, dass das auch, weil jede Vorstellung hat etwas passiert und das ist nicht immer so perfekt. Und dass es dass das nicht perfekt ist, was das so schön macht und dass man dieselbe Vorstellung vielmal sehen könnte und das ist alles dann verschieden. Ja. Natürlich, das ist dieser Kick, weil klar, das ist, weißt du, wie dieser Adrenalinkick. Du weißt es eben nicht, was alles sein könnte und trotzdem, man muss reagieren. Das ist wie immer diese Last-Minute-Reaktion. Oh, wie rette ich das? Ich meine, sollte es nicht sein, aber trotzdem passiert, klar, vor allem bei dir zum Beispiel bei Wagner-Stück, es ist so lang, dass irgendwann ist die Konzentration auch nicht so frisch. Ja? Aber ich hoffe, dass das Publikum kommt, dass sie Karten kaufen, obwohl sie sehen, steht mit Klavierbegleitung, vielleicht sagen sie, okay, aber ich hoffe, dass sie kommen, dann das wird ein Zauber entstehen. Ja, aber wann ist diese Vorstellung? Das sind jetzt Ende Juni beginnt schon, also 29. Und muss ich in der, also in 32, also letzte Woche Juni. Ja. Und dann Mitte Juli, noch einmal kompletter Zyklus. Das ist natürlich schon sehr ambitioniert, zwei Zyklen,
Das spielen wir praktisch zweimal. Okay. Ich hoffe, das spricht sich rum, dass das Publikum sagt, wow, es war trotzdem bezaubernd und so. Ja, ich glaube, ja, weil das ist so ein bisschen anders, als was man gewöhnt ist. Eben. Und weißt du, ich sage es ja noch, was Wichtigste ist, ich sehe das eigentlich, weil es so verrückte Zeiten, wir wohnen, ja. leben in verrückten Zeiten, das ist wahrscheinlich einzige Gelegenheit im Leben. Ich meine, ja. wer hat das schon regulär? Ja. Das kann nur in verrückten Zeiten solche verrückten Sachen ja, kommen. Ja, vielleicht, normalerweise, wer kommt so? Ja, aber vielleicht ist es so, dass wir ein bisschen mehr, ich weiß nicht, was die Deutsch dafür ist, daring, dass wir mehr versuchen zu machen, andere Dinge und Challenges und so, weil wir haben viel mehr Mut, das zu machen. So, vielleicht ja, das du, ich habe, was ich mit Ja, was ich mitbekommen habe, die Leute sind so kreativ, die Abstände, ja. weil es ist so, ja. ja, muss mindestens 2 Meter. Dann irgendwie schaffen die Leute trotzdem das. Die ja. Künstler schaffen, ja. okay, Abstände müssen gehen. Aha, machen wir jetzt das nur mit Klavier als eine oder mit ein paar Instrumenten dazu. Das ist ja. immer diese Kreativität. Ja. Das ja. stimmt, das stimmt. Das ja. ist wie wir sagen, in Russischen gibt es einen Spruch, wenn du arm bist, dann nähst du ein Kleid aus Gardinen oder aus oh, was, ja, weißt ja. du, musst ja, kreativ ja. sein und so da ja. deine Fantasie ja, anschauen. Ja, aber ich denke, viele, viele Sachen kommen in so eine Zeit, wenn man, wenn alles weg ist und man nur sich selbst haben, dann muss man ja. ein bisschen anders denken, ja. Anderes, ja. Das ist anders. Vielleicht Input für Kreativität, ja. hast du recht, ja. Aber ob das geklappt hat, erzähle ich dir am Ende Juli. Okay. Aber sag mir, hast du wie sagt man, Ritual, bevor du im Konzert bist? Bevor du spielst? Nein, ich sollte gut angespielt sein, sehr gut angespielt, ja. aber... Ja. Hier ist es auch eine Frage, weil die Vorstellung so lang ist. Man muss ja. denken, damit ich auch nicht zu müde bin. Deswegen muss ich. Nein, eigentlich nicht. Nein. Das ist, aber trotzdem, ich glaube, man sollte eigentlich gut ausgeschlafen sein. Ja. Aber ja. Also, ja. es ist nicht immer so. Hier ja. ist es die Frage, ich darf nicht so viel trinken, weil 2:30 Uhr, ich kann, weißt du, nicht aufstehen. Das heißt, oh, wenn okay. ich Wasser trinken kann ich. Ja, das ist. Aber nein, eigentlich keine so Übungen oder Yoga oder so. Ah, okay. Okay. Nein, keine spirituelle Sache. Ja, du bist und du machst das nur so. Naja, nur so, also aber normal. Also ich versuche das irgendwie schon trotzdem, ja. weißt du, vielleicht ja nicht zu viel spazieren gehen, weil dann brennt das Gesicht, du spürst wie, weißt du, das ist vielleicht ein bisschen ruhigerer Tag einfach. Ja. Ach, aber so gut. Aber das ist so schön, dass wir gesprochen haben und gesprochen hast. Ich muss mein Deutsch auch ein bisschen üben. Nein, ich spreche auch viel zu schnell. Das weiß ich. Nein. Aber ist es okay, wenn ich das auf Facebook poste? Natürlich. Ja, ich finde, das ist nicht so hässlich, oder? Nein, aber mein Sohn, er findet, ich muss mit Kopfhörer sein. Also er hat mir das quasi, ja, natürlich, aber klar. Ja, weil das ist gut, weil da kann man, die Klang ist auch schön. Ja, ich höre die Fantasie. Ich finde es wichtig, ja. weißt du, dass man das postet, dass die Leute das wissen. Weil, ja, ja, bestimmt. Ich finde, das ist super Sache, was du machst, weil ich finde, weißt du, wenn man sagt, alles schlecht, also natürlich ist es furchtbar gewesen, aber irgendwann denkst du, okay, es kommen trotzdem auch solche Sachen, ja. Das ist, ja. Und ich lese auch immer wieder von Leuten, die was machen im Park, also auf den Straßen, also ja. wie gesagt, es gab so viel Fantasie und ja. Ja, ich denke auch, dass man, weil das ist für mich immer so, ich habe diese Facebook-Post gesehen, die du gepostet hast und dann dachte ich, okay, was ist das denn? Und man sieht das nur so, aber man möchte mehr wissen darüber, das ist so interessant. Ja. Vor allem, wie gesagt, das ist so schon gewagt, weißt du, weil man denkt, oh Gott, und meine Kollegin, als ich das gelesen habe, haben gesagt,
aber es ist schon verkürzte Fassung. Oder ist es Konzertant? Sagt, nein, nein, reguläre Vorstellung. Und er sagt, ja. Und viele haben gesagt, bist du verrückt? Sag mal, aber wie gesagt, also wir teilen mit einem Kollegen, ja. Ganz tollen Kollegen, aber trotzdem, das ist viel Musik, das ist viel, viele Noten. Viele oh, Noten. Wow. Und aber, zum Beispiel Siegfried Dauer, beginnt um 16 Uhr, die Vorstellung, ja. Und endet um 10:30 am Abend. Oh, wow. Oh, das ist ja. So, und ist da, gut, Pause. Ja, ist da Pause? Ja, Pausen zwischen oh, okay. jeden Akt im Pausennamen. Oh, okay, okay. Oh, wow. Das ist ein Marathon. Frau, weißt du, es ist ein Marathon, weißt du, deswegen denke ich. Und viele Kollegen sagten, okay, das ist ja. so, wow. Okay, Sascha, aber ich denke, wir sollen widersprechen, wenn das jetzt vorbei ist, weil ich ja, möchte dann genau. hören, wie das war. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Das stimmt, wenn ich so plötzlich so 10 Kilo dünner bin, hoffentlich, dann sagst du, okay, keine Frage, wenn ich so... Ja, ja aber jetzt komm, das ist ja. irgendwie... Weißt du, jedes Mal, ich sehe das wie, weißt du, zum Letzten sage ich, wie eine gute Serie, weißt du, wie Serial. Ja. Das ist so spannend, geht weiter und weiter und weiter, nächste Folge, nächste, und denkst du, du kannst praktisch nicht mehr... stoppen. Es ist so spannend ja. wie eine gute Film. Ja. Ich hoffe, ja. Das fürs Publikum auch. Ja. Ja, ich glaube wirklich, weil das ist wirklich etwas Besonderes. Und vielleicht wird das auch so sein, dass man das nie wieder erleben wird. Das ja. ist das, genau. Ja, so sehe ich man, das. Ja. Wahrscheinlich zum letzten Mal, wahrscheinlich, weil ja. Warum sollte es noch einmal so sein? Ja, das ist eine ja. gute Frage. Und ich sehe das fast wie historischer Moment. Und ja. Wenn ich alt bin, dann erzähle ich, wenn jemand dann interessiert sich, so meine ja. Enkelkinder, sage ich, ja, die Oma hat damals. Ja. Dann sind die Beste, weil warum sollte es ja? Oder was passiert ja. vielleicht in 20 Jahren, wird das nur mit Klavier gespielt? Ja, aber ich glaube, wir sollen wirklich diese Zeit so nehmen und das genießen und darüber denken, dass das vielleicht nie wieder passieren würde, dass so diese Konzerte und was wir jetzt machen. Das ist einmalige Geschichte, unikal. Und, ja. und ich glaube, in 60 Jahren oder in 100 Jahren wird die Menschen sagen, ja, und in dieser Zeit hat die Musik diesen Klang gehabt, weil die Konzerte muss so gemacht werden und die Orchester muss weit auseinander sein und das ist die Klang. Und, mhm. und Musikstudenten wird das studieren, wie wir, da, wie, als Geschichte, wir das ja? gemacht haben. Ja, 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 nein, ja nein. Das könnte sein. Das ja. könnte sein. Ja. Das, so sehe ich das auch eigentlich als Dokumentation von unserer Geschichte und ja. Wie gesagt, dass ich glaube nicht, dass ich das solche Angebote danach bekomme. Ich hoffe, dass alle meine Konzerte normal wieder zurückkommen. Ich ja. hoffe, aber ja. das ist zumindest jetzt so eine. Ja. Du siehst sehr gut aus, Petra. Bitte? Du siehst sehr gut aus. Du siehst sehr gut aus. Danke, doch, Sascha. Und du auch. Jetzt so, wir gehen jeden Tag schwimmen am Abend. Ah. Jeden Abend in Donau schwimmen. Ja. Oh, wow. Oh, das ist gut. Ja, jetzt schauen, wie heiß das ist. Mhm. Ja. Ja, weil jetzt ist das Wetter so gut. Und Philipp, ist er noch mit seiner Trompete? Ja, aber er übt jetzt nicht, weil er hat zwei große Zähne verloren. Und das tut so weh, wenn der Luft ist so stark, das tut ja. was auf die Wunde. Deswegen, wir haben jetzt seit 5 Tagen eine Pause. Übt oh, okay. gar nicht. Okay. Weil das sind ach. 2 Löcher jetzt. Oh, okay. Aber 5 Tage ist nicht so lange. Er kann ein bisschen ja, aufnehmen. Bis es zugeht, bis das Fleisch zusammenkommt, und dann kann man wieder. Ja. So. Ja, dann ist es wieder. Gut. Aber vielen, vielen Dank. Danke. Entschuldige, dass du so lange gewartet hast, weil ich so wusste nicht, warum nein, es nicht nein, funktioniert. Nein, aber jetzt nein. Ist das ist kein Problem. Das ist der Vorteil von Zoom, dass es wir können das machen. Wir können ein bisschen warten. Das ist nicht ein Problem. Wir haben schon ein Jahr gewartet, ein paar Minuten lange. Das macht nichts, ja. Ja, aber das waren so schöne Fotos damals. Wir sind umgezogen. Wir wohnen jetzt nicht, wo du warst, sondern über eine Straße.
in eine schöne große Wohnung. Und das ist direkt über eine Straße. Das ist auch so, was passiert in Corona-Zeit. Wir haben einfach neue Wohnung. Also das ist auch eine wichtige Veränderung, weißt du? Ja, ja. Aber das war so schön mit Philipp und seinem Trompett auch. Das in die das so jetzt, gut, siehst du, wie groß der ist? Oh, riesig, riesig. Bald ist er wirklich so, dass er mit dir, dass er dir ein bisschen, wie sagt man, tell off. Es ist so, mein Sohn, er ist manchmal so, sagt, Mama, aber du darfst das nicht machen. Das ist auch so, wie ich ein Kind. Ständig. Und dann hat sich jetzt gesagt, hilf mir bitte mit Zoom. Er so, ja, warte. Du hast keine Ahnung, warte, ich schalte dir alles an. Ja, das ist schon, der fühlte sich so als ein Experte. Dass du dann Und wir wissen nicht. Er hat gesagt, ja, und dann sagt, es ist wichtig, du hast ein Interview, es ist wichtig. Okay. Aber danke, Philipp, dafür. No, das war ein gutes Interview mit deiner Mama. Danke. Okay, Sascha. Hab einen schönen Tag. Schönen Tag noch und wir sprechen dann später wieder, wenn du fertig bist mit diesem Konzert. Ich möchte wissen, wie das war. Das ist interessant, zum Verfolgen. Ja, bestimmt. Ja, gut. Gut. Okay, danke dir. Tschüss. Ciao.